Ja, herzlich willkommen. Tut uns leid, dass es noch ein bisschen gedauert hat. Wir wollen heute über Anonymität im Internet sprechen, im Besonderen über das Projekt anonymizer.ccc.de. Wir, das sind Julius Mittenzwei, Peter Frank und Andreas Lehner. Und vielleicht kurz zur Gliederung. Wir wollen unseren Vortrag so ein bisschen zweiteilen in die politische Motivation. Warum tun wir das hier eigentlich? Und in die technischen Grundlagen, was tun wir da? Wollen dann auf die Realität eingehen und so ein bisschen auf die Kaskaden, die wir betreiben, die rechtlichen Rahmenbedingungen, unsere Erfahrungen mit Strafverfolgern sprechen. So, warum machen wir das? Das Internet, wie ihr sicherlich wisst, ist aus seiner Geschichte heraus nie verschlüsselt gewesen. Es war grundsätzlich transparent, es war offen, das war einer der Grundlagen, warum es so erfolgreich war, und es war relativ simpel. Damit ist es aber auch möglich, Inhalte mitzulesen. In den letzten 10 Jahren ist Verschlüsselung eigentlich selbstverständlich geworden. Jeder Dienst hat es inzwischen, auf mehreren Schichten findet Verschlüsselung statt. Das alles schützt allerdings nur die Inhalte. Das heißt, das Kernproblem, das weiterhin besteht, ist, dass die Metadaten sichtbar bleiben. Wer kommuniziert, also mit wem, wann, wie lange, wie oft. Da das sehr effizient auswertbar ist für einen potenziellen Angreifer, ist das eine recht aufschlussreiche Information. Mit Metadatenanalyse kann ich zum Beispiel, das werden wir später hören, bei der Vorratsdatenspeicherung recht einfach feststellen, wie oft telefonieren Personen miteinander, in welcher Häufigkeit, und kann daraus zum Beispiel Befehlsketten, Meldeketten feststellen, mit relativ einfachen Möglichkeiten, also eigentlich mit einem Algorithmus, während es sehr aufwendig wäre, sich diese Telefongespräche tatsächlich anzuhören. Also es geht bei Telefonüberwachung oder inzwischen Kommunikationsüberwachung nicht darum, die Inhalte auszuwerten, das ist automatisch derzeit noch nicht leistbar oder nicht in diesem Maße leistbar, während die Metadatenanalyse sehr weit fortgeschritten ist und hervorragend funktioniert. Warum tun wir das politisch? Nun, ich denke, jeder, der in der Keynote war, hat das ein bisschen verfolgt. Vielleicht waren auch der eine oder andere in der gestrigen Veranstaltung We Lost the War. Das war ja sicherlich ein relativ pessimistisches Bild. Ich denke nicht, dass wir den Krieg als Ganzes verloren haben, aber doch einige Schlachten. Die politische Großwetterlage hat sich sicherlich im Rahmen des Kampfes gegen den Terror oder gegen amerikanische Hegemonie gegen uns gewandt. Und insbesondere Data Retention und Data Mining, also eben die Zurückbehaltung, die Speicherung und die Auswertung von Verkehrsdaten im Rahmen einer Verbindungsdatenanalyse nimmt immer weiter zu. Auf der anderen Seite nimmt Zensur, so wie wir es feststellen können, immer weiter zu, weil die technischen Möglichkeiten dazu einfach gegeben sind. Als Beispiel haben wir sicherlich die islamischen Staaten, die ungewünschte Inhalte ausfiltern. China mit der bekannten großen Mauer, der Big Firewall, und selbst in der Bundesrepublik, die wir bisher eigentlich immer noch ein Rechtsstaat waren und vielleicht noch sind, hatten da immer wieder unsere Probleme oder zumindest Versuche von Zensur in Netzen. Das führt dazu, dass letztlich es zu einer Umkehr der Unschuldsvermutung kommt. War ich also früher per Definition zunächst unschuldig und man konnte mir eine Schuld beweisen, wird anhand von Verhalten und abweichendem Verhalten inzwischen eine Schuldvermutung auferbracht. Ich habe mich verhalten, wie sich ein Fahrradkurier oder Drogendealer verhalten mag, in meinem Kommunikationsverhalten, also werde ich von einer Maschine automatisiert geprüft, ohne dass notwendigerweise ein Mensch das zu prüfen hat. Das ist eine Fallentscheidung eines Algorithmus. Da bleibt sich die Frage, wie weit ist die informationelle Selbstbestimmung denn noch gegeben? Wie weit haben wir eine Möglichkeit darüber zu bestimmen, wer was von uns weiß, auch gegenüber wem? Und wenn ich dies aber nicht weiß, bleibt die Frage, wie weit gibt es Verhaltensänderungen? Wie weit verhalten sich Menschen unter Überwachung so, wie sie es vorher getan haben? Oder findet nicht doch eine subtile automatische Konditionierung statt in mir, die dazu führt, dass ich eben nicht mehr mich abweichend verhalte, weil ich Konsequenzen fürchten muss? Hinlänglich bekannt ist ja das Prinzip von Verschlüsselung. Das ist ja relativ einfach abbildbar. Wir haben da immer eben Alice möchte mit Bob kommunizieren und das Ganze eben so, dass niemand anderes das mitlesen kann. Die Mechanismen dazu sind bekannt und auch eigentlich verglichen mit Anonymität relativ einfach. Wir haben einen Schlüsseltausch, den wir machen müssen. Alice verschlüsselt mit dem Schlüssel von Bob. Alice sendet das Chiffrat an Bob. Bob entschlüsselt es wieder.
Und Dritte können den Inhalt nicht mitlesen. Das macht ja jeder mit PGP oder sowas. Das ist eigentlich keine sonderliche Hexerei. Eve jedoch, also jemand, der von außen mitlauscht, sieht aber immer noch den Kommunikationsvorgang. Also er sieht, jemand, der von draußen drauf guckt, kriegt immer noch mit, dass eben Alice mit Bob sich unterhält. Und wie Andreas vorhin schon gesagt hat, ist eben allein dieses Datum, dass ein Kommunikationsvorgang stattgefunden hat, sehr interessant, wenn man eben gewisse Rückschlüsse auf eben andere Verhaltensweisen oder irgendwelche Sachen herausfinden möchte. Da gibt es jetzt einen Lösungsansatz, wie man eben Anonymität zum Teil irgendwie herstellen kann oder irgendwie eine anonymere Kommunikation, als wenn man das so offen macht, wenn man eben sich einen Stellvertreter sucht, dass eben Alice und Bob nur mit einem Dritten namens Peter, oder wir haben ihn jetzt mal Peter genannt, miteinander kommunizieren, der als Bote fungiert. Und jemand, der von außen da drauf guckt, sieht immer nur die Kommunikation zwischen Peter und Alice und Peter und Bob. Jedoch kann auch hier, wenn eben der Lauscher von außen eben beide diese Kommunikationsvorgänge sieht, gewisse Rückschlüsse darauf ziehen, dass eben doch nicht Alice und Bob mit Peter kommunizieren, sondern eigentlich in Wirklichkeit Peter nur der Bote ist, der eine Botschaft von Alice zu Bob trägt. Und in dem Moment, und da gibt es eben, um das zu verhindern, macht man eben Folgendes: der Peter, also der Bote, läuft zuerst einmal rum, sammelt eine größere Anzahl von Nachrichten ein, wartet ein bisschen und tut dann nach einem nur ihm bekannten Muster diese Nachrichten letztlich austeilen. Und wenn man Peter vertrauen kann, kriegt dann Eve, also der Dritte, nicht mehr mit, wer mit wem kommuniziert. Das Problem an diesem Ansatz ist natürlich, dass Peter selber nach wie vor weiß, wer mit wem kommuniziert. Und wenn Alice und Bob, also unsere beiden Leute miteinander, wenn die miteinander kommunizieren müssen, müssen sie eben dem Peter oder dem Peter vertrauen, dass er nicht aufdeckt, wer mit wem kommuniziert. Hier wäre zu erwähnen, Eve ist natürlich der Eavesdropper, der zwischen A und B sitzt, und Peter ist unser Proxy. Vielleicht als bekanntes Beispiel noch, es gab einen Remailer namens Anon Penetfi von der Penetic Oyabi von Jolf Helsingius, dem damaligen Oynet Finland Nerd, Resident Nerd. Der betrieb einen Anonymizer, der wurde relativ bekannt, weil zwar den Kommunikationspartnern nicht bekannt war, mit wem sie kommunizieren, wohl aber die Zuordnung der Proxy-Adressen, also seiner Anon-Adresse und der zugehörigen wirklichen Mail-Adresse natürlich in einer zentralen Datenbank auf diesem Server vorhanden war. Und es gab 1993, denke ich, eine Hausdurchsuchung, nachdem die Church of Scientology kundgetan hatte, dass ihre Intellectual Property über Anon Penetfi verbreitet werden würde. Das heißt also, es funktioniert nur so lange, wie man tatsächlich dem Proxy Peter vertrauen kann, und zwar nicht nur notwendigerweise dem Betreiber, sondern eben auch damit rechnen muss, dass es einen Eingriff von Dritten gibt. Dieses Problem löst sich, indem man sich nicht nur auf einen Stellvertreter verlässt, sondern auf mehrere. Dieses Vertrauen also auf mehrere Boten verteilt. Damit müssen letztlich alle Boten zusammenwirken, damit die Anonymität aufgehoben werden kann. Das ist relativ bekannt im Mixmaster-Prinzip für E-Mail. Wenn man also E-Mail versucht, anonym zu versenden, gibt es Mixmaster, das ist vermutlich allen bekannt, inzwischen ja doch schon ein halbes Jahrzehnt alt, bei dem in jedem der Proxys diese Zeitverzögerung stattfindet, damit die Korrelationsanalyse nicht mehr funktioniert, und bei dem jeder Proxy tatsächlich nur ein Chiffrat kennt, das der jeweils nächste in der Kette entschlüsseln kann, bei dem aber auch die Kette vom Absender festgelegt werden muss. Was technisch kein Problem ist, was aber verlangt, dass der Absender jeweils sich diese Kette zusammenbastelt und dann meistens bei dieser Route bleibt. Wenn man sich schon mal die Mühe gemacht hat, sich da eine Kaskade zu bauen, dann behält man die auch. Das hat den Vorteil, solange auch nur ein einziger Proxy vertrauenswürdig ist, bleibt der Zusammenhang verborgen, dieser ineinander verborgenen Briefumschläge sozusagen, dieses Zwiebelschalenprinzip. Das heißt aber auch, man kann möglicherweise doch über Analysen feststellen, wenn jemand immer wieder diese Kaskade benutzt, wer die Kommunikationspartner sind. Das wird in Onion Routing für Dienste außer Mail in der Regel dadurch gelöst, dass man die Kaskade nicht festmacht, sondern wechselt. Zumindest ist das in The Onion Router Tor so. Der Vortrag wurde ja letztes Jahr und vorletztes Jahr hier gehalten von Roger Dingeldein, dem Entwickler, auch auf What the Heck. Ich denke auch, er wird im nächsten Jahr wieder hier sein.
bei der eben keine festen Routen mehr vorgegeben sind, sondern flexible Reihenfolge der Stellvertreter. Das etwas ältere und ausgereiftere System JAP, der Java Anonymizing Proxy, stammt von der TU Dresden. Das ist ein vom Bundeswirtschaftsministerium gefördertes Projekt. Da gibt es noch feste Routen, hat allerdings im Gegenzug den Vorteil, dass es Rauschquellen zwischen den Knoten gibt, dass also eine Korrelationsanalyse über auf der Leitung stattfindenden Datenverkehr ins Leere geht, weil die Leitung immer zu 100% ausgelastet ist. Das hat auf der anderen Seite den Nachteil, dass es extrem teuer ist, weil wir die 10 Mbit, die wir da an unserer Node haben, die ganze Zeit plätten, auch wenn nichts passiert. Das andere System, was ein bisschen anderen Ansatz hat als JAP, ist eben Tor, The Onion Router, was ursprünglich von der US Navy finanziert wurde. Mittlerweile hat das Projekt die EFF übernommen. Bei Tor hat man im Gegensatz zu JAP keine festgelegten Routen, sondern eine Vielzahl von einzelnen Knoten, die miteinander verschaltet sind. Hat zum einen den Vorteil, dass ein Angreifer nicht wirklich prognostizieren kann, durch welche Knoten eine bestimmte Nachricht geht. Auf der anderen Seite weiß man halt nicht, wenn ich als Benutzer von Tor, wer jetzt genau diese Knoten betreibt. Also wenn ich jetzt eben Tor nutze, kann ich nicht wirklich voraussehen, ob jetzt, wenn ich über 10 Knoten gehe, ob die nicht eben alle von einer bestimmten Organisation betrieben werden und von außen sieht man denen halt nicht an, wer da dahinter steckt. Während eben bei JAP mit den festgelegten Kaskaden, also sozusagen einer festen Reihenfolge, welche Rechner eben, durch welche Rechner meine Nachricht geht, immer völlig klar ist, wer diese einzelnen Rechner betreibt. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Kaskade wird, wenn die von dem ULD, also dem norddeutschen Datenschützern, betrieben wird, dann weiß man, die stehen dahinter und denen kann ich vertrauen oder ich vertraue ihnen nicht. Oder bei unserer Kaskade geht es eben durch die Uni Regensburg und durch uns. Und dann weiß ich halt, kann ich halt genau abschätzen, vertraue ich den Beteiligten oder vertraue ich ihnen nicht. Ja, das haben wir gesagt. Die Motivation dahinter ist eben, dass genau diese Metadatenanalyse nicht mehr funktioniert. Also selbst wenn ein Angreifer eben sieht, alle Kommunikationsvorgänge sieht von außen, kann er trotzdem nicht mehr nachvollziehen, wer eben wo im Internet surft, wer welche Daten mit wem austauscht. Und in dem Moment laufen so Vorratsdatenspeicherung und so weiter relativ ins Leere. Ja, ich denke, die Frage ist immer, was wollen wir damit eigentlich? Wir haben lange Zeit darüber nachgedacht, da kommen wir auch noch beim Punkt der Erfahrung mit der Strafverfolgung zugange. Die Frage ist immer, vor wen stellt man sich und vor wen stellt man sich nicht? Es gab Fälle, bei denen wir gefragt wurden, bei denen dann auch bei uns natürlich so dieser Prozess einsetzte, was wollen wir damit eigentlich erreichen? Wo wir uns relativ sicher sind, ist, denke ich, dass wir eine unbeobachtete Kommunikation ermöglichen wollen, unabhängig von den Inhalten. Denn in dem Augenblick, wo wir davon eine Kenntnis nehmen, müssen wir eine Einzelfallabwägung treffen. Die wollen wir gar nicht tun. Genauso wie das Telefonnetz ein Instrument ist, das funktioniert, das sicherlich missbraucht werden wird, sehen wir sehr viele sinnvolle Anwendungen für unser Netz. Hier sind einige erwähnt, wie gesagt, Arbeit von Gewerkschaftern, eine freie Presse, die berühmten Whistleblower, die Möglichkeit einfach unbeobachteter Kommunikation, also die Fähigkeit zu kommunizieren, ohne Repression fürchten zu müssen, ist unserer Auffassung nach für die Entfaltung bürgerlicher Selbstverantwortung unabdingbar. Und wir sehen halt, dass es überwachte Gesellschaften gibt, in denen diese Entfaltung bürgerlicher Selbstverantwortung nicht mehr möglich ist, sei es oder nicht möglich war, sei es in der ehemaligen DDR, sei es in China oder möglicherweise auch in Europa in wenigen Jahren. Das versuchen wir zu verhindern. Also wer jetzt wissen will, wie man eben so einen Dienst nutzt, die Installation, man muss sich eben einen Client jeweils runterladen, einmal entweder den JAP-Client oder diesen Tor-Client, den installiert man auf seinem Rechner
und das fungiert als lokaler Proxy. Das trägt man dann in seinem Browser ein, in seinem Safari oder in seinem Mozilla. Und in dem Moment surft man eben nicht mehr, also über diesen Proxy, der verbindet sich dann eben entweder zum Tor-Netzwerk oder zur jeweiligen YAP-Kaskade, ist relativ einfach. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil, eben zu den rechtlichen Implikationen. Vor allem hat uns natürlich erstmal interessiert, wenn wir eben so einen Proxy betreiben, wie sind wir da in der Haftung drin, wie können wir gezwungen werden, mit Strafverfolgern zusammenzuarbeiten, was passiert, wenn jetzt über unseren Rechner ein Verbrechen begangen wird, inwieweit sind wir da selber betroffen und inwieweit kann uns da jemand irgendwie etwas Böses tun. Zunächst ist eins festzuhalten, dass man selber als Betreiber eines solchen Proxys nie selber als Täter oder als Teilnehmer in Frage kommt. Also man ist nie, wird sich nie Vorwürfen ausgesetzt sein, dass man eben wirklich eine Beihilfe oder sogar eine Mittäterschaft zu über diesen Proxy begangenen Diensten in Verantwortung gezogen werden kann, weil hier greift ein relativ ausdrückliches Haftungsprivileg im deutschen Recht, dass man eben als Provider, der bloß Dritten die Möglichkeit gibt, über einen zu kommunizieren, wird man nie strafrechtlich oder zivilrechtlich oder verwaltungsrechtlich irgendwie in Haftung genommen werden. Das ist ungefähr vergleichbar wie ein Telefonnetzanbieter, der auch nur Dritte, den Inhalt Dritten übermittelt, auch nie wirklich in Verantwortung gezogen werden kann, wenn über ihn letztlich ein Verbrechen verabredet wurde oder wie auch immer. Die zweite spannende Frage ist, wie kann ein Anbieter oder kann ein Anbieter dazu gezwungen werden, die Anonymität der einzelnen Nutzer freizugeben? Also wie reagieren wir, wenn ein Bedarfsträger, eine Staatsanwaltschaft, eine Polizeidienststelle oder wer auch immer zu uns herantritt und sagt, ja, wir wissen, dass jemand über euch kommuniziert, der dies und das macht und bitte seid so freundlich, sagt uns, wer das ist. Als erstes kann man diesen Leuten entgegnen, ja, wir würden schon gerne euch helfen, aber und das Prinzip unserer Kaskade oder unseres Netzwerkes ist, dass immer alle zusammenwirken müssen. Also es ist die ganze Kaskade, die ganze Sicherheit steht und fällt immer mit dem stärksten Beteiligten. Das heißt, wenn irgendwie ein schwaches Glied in der ganzen Kaskade ist, der leichtem Druck nachgibt, solange eben einer der beteiligten Betreiber sagt, nein, ich weigere mich, diese Daten herauszugeben, dann bleibt trotzdem die Anonymität der Nutzer gewahrt. Jetzt kommt man hier eine relativ interessante Unterscheidung zwischen YAP und Tor. Der Vorteil von YAP, dass eben feste Kaskaden sind, oder das Merkmal von YAP, dass es feste Kaskaden gibt, macht es natürlich grundsätzlich für eine Staatsanwaltschaft oder eine Polizei oder wen auch immer einfacher, dort anzusetzen. Also wenn die wissen, dass ein Täter X eine bestimmte Kaskade benutzt hat, ist natürlich völlig für die klar, wer die Betreiber der beteiligten Knoten sind und können die natürlich direkt oder indirekt versuchen zu zwingen, die Anonymität preiszugeben. Bei Tor wird dies relativ schwieriger, weil man Tor mehrere hundert oder gar tausend verschiedene Knoten sind und für einen Strafverfolger nicht möglich ist nachzuvollziehen, über welchen konkreten Weg eine bestimmte Nachricht gegangen ist. Also ist sozusagen für einen mittelschweren Angreifer, wie eben eine Staatsanwaltschaft oder sowas, ist es grundsätzlich einfacher, an YAP heranzugehen, weil man da eben einen festen Ansprechpartner hat.
Also der Punkt ist genau jener, dass bei JAP die Kaskaden nicht wechseln bis zu diesem Zeitpunkt, wo sich die Betreiber darauf einigen, dass man eine Kaskade neu definieren möchte mit anderen Teilnehmern, während bei Tor die Zeit, die ein Circuit gehalten wird, der durch mindestens 3 Rechner gehen muss, etwa 10 Minuten beträgt. Und das sind immer mindestens 3 verschiedene Circuits parallel im Client gehalten. Und die Zeit kann man natürlich auch runtersetzen, wenn man möchte. Das macht der Entwickler derzeit nicht, weil er sagt, das hängt natürlich auch davon ab, wie das Netz dann skaliert, wie viel Overhead da passiert. Länger als 10 Minuten wird aber in der Regel keine Verbindung gehalten. Das heißt, man müsste schon sehr genau, wenn man Daten speichert, wissen, zu welchem Zeitpunkt ist dieser Vorgang passiert. Und dann müsste man einschränken können, welche Nodes möglicherweise kommuniziert haben. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass es nahezu unmöglich ist, herauszufinden, über welche Kaskade bei Tor etwas gelaufen ist. Dann gibt es noch für einen rechtlichen Angreifer ein tatsächliches Problem. Wenn jetzt eine Kaskade, beispielsweise, also jetzt mal, wenn man mal von einer Kaskade wie von JAP ausgeht und die Knotenpunkte sind über verschiedene Länder verteilt, muss sich die Staatsanwaltschaft oder die Anonymität aufdecken möchte, mit den jeweiligen Rechtsordnungen der einzelnen Länder auseinandersetzen. So wird es zum Beispiel, und da gibt es ja doch durchaus unterschiedliche Ansichten, was jetzt strafbar ist und was nicht. Zum Beispiel wird in Amerika sicher die Meinungsfreiheit anders wahrgenommen, als dies beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Andererseits nehmen es andere Länder sicher nicht so genau mit dem Urheberrecht, wie das in Amerika wahrgenommen wird und was sonst irgendwelche Copyright- oder Markenrechtsverletzungen angeht. Deshalb muss man dieses Feature natürlich nutzen, wenn man eine Kaskade designt oder aufsetzt, dass man möglichst versucht, dies über unterschiedliche Rechtsordnungen, die sich auch möglicherweise stark unterscheiden, verteilt, um hier auch eigentlich das Maximum an Anonymität herauszuholen. Genau, im deutschen Recht, im Telekommunikationsgesetz, also im ehemaligen Fernmeldeanlagengesetz, gibt es einen Passus, der uns tatsächlich dazu zwingen könnte, Bestandsdaten herauszugeben. Unter Bestandsdaten versteht der Gesetzgeber primär Name, Adresse und eine Bankverbindung. Allerdings fallen die bei einem Anonymisierdienst nicht an, da wir diesen Dienst aus Spenden- und Forschungsgeldern betreiben. Folglich können wir diese Daten nicht herausgeben und freuen uns darüber auch sehr. Das heißt, dieser Anspruch geht einfach ins Leere. Also der besteht grundsätzlich, aber hat halt keinen Inhalt. Als weiterer Anspruch kommt die sogenannte Verbindungsdatenherausgabe in Frage. Eine Verbindungsdatenherausgabe hat zum Inhalt, wer mit wem wann kommuniziert. Der Herausgabeanspruch richtet sich nach 100 G und H StPO und als Voraussetzung für einen solchen Anspruch braucht man eben Straftaten, die mit Hilfe von Kommunikationseinrichtungen begangen wurden. Wobei hier wichtig ist, es kommt nicht darauf an, was für Straftaten das sind. Also das geht vom einfachen Computerbetrug über Beleidigungen, also eigentlich alle internetspezifischen, alles was man sich so vorstellt, was im Internet so passiert, würde eigentlich grundsätzlich auch unter diesen Verbindungsdatenherausgabeanspruch nach 100 GH StPO fallen. Auch hier habe ich als Voraussetzung ein Richterprivileg, also es muss ein Richter zustimmen, bei Gefahr in Verzug langt auch die Staatsanwaltschaft. Also wenn eine Polizei auf die Idee kommt, von Leuten die Herausgabe von Verbindungsdaten zu fordern, muss man ihnen leider sagen, dass sie sich da an die Staatsanwaltschaft wenden müssen, die ihnen einen solchen Beschluss beim Richter erwirkt. Wie in der Bestandsdatenherausgabe haben wir hier wieder den Vorteil, dieser Anspruch ist grundsätzlich gegeben, doch bei uns fallen derartige Daten nicht an, denn es handelt sich um einen Anonymisierungsdienst. Und was auch wichtig ist, dieser Verbindungsdatenherausgabeanspruch fordert nicht von einem Provider tatsächlich zu loggen. Also es muss ein Provider nur das herausgeben, was tatsächlich existent ist. Über diesen Anspruch kann man niemanden zwingen zu loggen, bloß wenn etwas geloggt ist oder wenn ein Datum vorhanden ist, muss dieses auch in der Form herausgegeben werden. Aber da kommen wir später noch dazu.
aber bei uns eben, da eben keine Daten da sind, können diese auch nicht herausgegeben werden. Anders schaut dies aus mit der Telekommunikationsüberwachung. Dies ist nach § 100a und 100b StPO. Dieser ist eben im Gegensatz zu der Verbindungsdatenherausgabe in die Zukunft gerichtet. Also sprich, ein Provider oder ein Telefonanbieter kann verpflichtet werden, in die Zukunft einen bestimmten Anschluss zu überwachen und alles aufzuzeichnen, was über diesen Dienst eben kommuniziert wird. Da kommt man einmal zu der grundsätzlichen Frage, ist ein solcher Anonymisierdienst, wie wir ihn betreiben, überhaupt eine Telekommunikationsanlage im Sinne dieses Paragraphen 100a b? Da könnte man streiten, das ist bis jetzt noch nicht entschieden richterlich. Ich denke mal, es sprechen schon einige Argumente dafür, dass auch wir vom Tatbestand her unter 100a StPO fallen und eben eine Telekommunikationsanlage betreiben. Wenn man das zugrunde legt und sagt, wir betreiben eine solche TK-Anlage, wäre sozusagen dieser 100a spricht von Anschlüssen. Bei uns wäre dies eben konkrete URLs, die über diesen Proxy abgefragt werden. Dieser Paragraph 100a StPO hat allerdings wegen der Schwere des Grundrechtseingriffs in das Fernmeldegeheimnis sehr spezifische Anforderungen. So ist notwendig, dass eine besonders schwere Straftat begangen wurde oder eben wegen einer besonders schweren Straftat ermittelt wurde. Und dieser Katalog an Straftaten ist abschließend in 100a StPO aufgezählt. Also da geht es um so Sachen wie Mord, Völkermord, irgendwie Banden, also nicht mal der normale Betrug, sondern irgendwie Bandenbetrug und also es sind oder irgendwie gewerbsmäßiger Drogenhandel oder was weiß ich, aber es sind lauter und was interessant ist, diese ganzen Internetdelikte wie normaler Betrug oder sowas ist da einfach nicht auf oder Beleidigung oder sowas ist da nicht aufgezählt und deshalb ist das fallen also die meisten Ermittlungsanfragen an uns schon allein deshalb raus, weil eben nicht wegen einer solchen schweren Straftat ermittelt wird. Auch hier haben wir einen Richtervorbehalt, also es kann die Polizei schon gar nicht eben eine solche Anfrage stellen, sondern nur ein Richter, beziehungsweise auch hier bei Gefahr in Verzug die Staatsanwaltschaft, wobei man natürlich zugeben muss, dass Gefahr im Verzug irgendwie ein dehnbarer Begriff ist. Da neigen die Staatsanwaltschaften immer dazu, diesen Begriff Gefahr im Verzug immer wieder weiter auszulegen und dann kriegen sie wieder vom Bundesverfassungsgericht eins auf den Deckel. Also das ist immer ein Wechselspiel. Eine Telekommunikationsüberwachung ist immer auf 90 Tage begrenzt. Und was auch interessant ist, wenn man eine solche Telekommunikationsüberwachung hat, und es kommen im Zuge einer solchen Telekommunikationsüberwachung werden andere Ergebnisse generiert, die auf andere Straftaten hindeuten, dann dürfen diese nur dann verwertet werden, wenn die anderen Straftaten wieder innerhalb dieses Katalogs sind. Also man kann sozusagen nicht über den Umweg einer solchen oder dem Vorwand der Ermittlung wegen einer solchen Katalogstraftat auf eine andere verwerten in anderen Prozessen. Das ist ein relativ wichtiger Einschub, nachdem es inzwischen, man muss ja den Leuten zugestehen, Polizisten sind auch nur Menschen, die versuchen natürlich auch Arbeit zu vermeiden, dass es inzwischen eigentlich Usus ist, dass versucht wird, eben Inhalte, an die man eigentlich gelangen möchte, als Zufallsfund zu deklarieren, während man eine Maßnahme gegen irgendetwas anderes fährt. Ein berühmtes Beispiel in den vergangenen Wochen, zwar nicht mit Computern, aber mit Informationen, an die man gelangen wollte, war der Cicero-Fall mit Herrn Bruno Schirrer. Ich denke, das hat ohnehin jeder in der Presse verfolgt. Und hier habe ich eben ein wirklich explizites Verwertungsverbot im Gesetz und diese Verwertungsverbote da Verschwörung hin oder her halten eigentlich. Diese Aussage wird hier sicher den einen oder anderen erstaunen, aber wir arbeiten mit unserem Knoten mit den Strafverfolgern zusammen. Wenn eben ein Strafverfolger an uns herantritt
mit einer dementsprechenden Überwachungsanordnung. Und dann erfüllen wir diese auch. Jedoch überprüfen wir halt die Voraussetzungen, ob die Voraussetzungen vorliegen, sehr genau. Und wir werden nachher eben auch erzählen, konkret, wie wir das im letzten Jahr, wie viele Anfragen wir da hatten und wie wir das gehandelt haben. Das ist insbesondere sehr wichtig, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, Straftaten begünstigen zu würden. Das liegt uns selbstverständlich fern. Wir geben gerne alles, was wir haben, allerdings ist das in der Regel nun mal nichts. Also dieses Argument ist nicht zu unterschätzen, weil immer, wenn man sich mit Strafverfolgern unterhält oder mit Staatsanwälten, die an einen herantreten und sagen, da kommt immer sehr schnell der Vorwurf, ja, ihr begünstigt doch mit eurem Dienst Kinderpornografie, Terrorismus und was halt da sonst immer an oder generell Verbrechen. Und wenn man eben entgegnet, ja, haltet euch halt an die gesetzlichen Voraussetzungen, erwirkt einen TK-Beschluss, dann tun wir gerne mit euch zusammenarbeiten. Das nimmt Ihnen eigentlich aus diesem Hauptargument, nimmt es sofort eigentlich nimmt es sofort den Wind heraus. Wenn man eben diese TK-Überwachung betrachtet, muss man sagen, dass bei jeder einzelnen Anordnung es einfach eine mehrfache Kontrolle gibt. Also zunächst muss die Staatsanwaltschaft überhaupt mal entscheiden, wir machen sowas. Eigentlich muss normalerweise ein Richter zustimmen. Das heißt, sie müssen extra begründen, warum sie einen Richter jetzt gerade nicht brauchen. Was auch noch, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, wenn nur ein Staatsanwalt ohne Richter eine solche Überwachung anordnet, endet diese automatisch nach 3 Tagen. Also ein Staatsanwalt kann nicht länger als 3 Tage eben ohne Zustimmung eines Richters eben eine solche Überwachungsanordnung durchsetzen. Und was eben wichtig ist und warum es letztlich doch ein Unterschied ist, einen solchen Proxy zu benutzen, jeder der Betreiber einer solchen Kaskade prüft natürlich, ob das wirklich ein Vorbringen ist, ein glaubhaftes Vorbringen oder eine tatsächliche, also ob die Voraussetzungen eben an eine solche Überwachungsverordnung, Anordnung vorliegen. Und wir als CCC, wenn wir irgendwie den Verdacht haben oder wenn wir irgendwie glauben, dass es bei einer Anordnung nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, würden wir dagegen auch einfach klagen und da eben dann eine Klärung auf dem Rechtsweg suchen, um eben herauszufinden, ob eine solche Anordnung tatsächlich jetzt den gesetzlichen Anforderungen genügt. Und was eben wichtig ist, alle dieser genannten Betreiber müssen letztlich zusammenarbeiten, um überhaupt ein Datum letztlich zu sammeln. Das, denke ich, ist, wie schon erwähnt, eben der große Vorteil von Tor. Nachdem die Betreiber zwar feststehen, also die Betreiber der einzelnen Netzknoten stehen fest, aber eben nicht, welche Betreiber und welche Rechner tatsächlich an einer Kaskade beteiligt waren, das ist nicht festzustellen. Zum anderen ist das Problem bei JAP derzeit, dass wir uns ausschließlich auf dem territorialen Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland bewegen mit diesen Rechnern, was es für die deutschen Strafverfolgungsbehörden sehr viel leichter macht, weil sie sich mit dem deutschen Recht gut auskennen. Bei Tor ist ein Gutteil ja auch vom Naval Research Office betrieben worden und von einigen amerikanischen Hochschulen, die zumindest bei Sachen der Meinungsfreiheit in der Regel deutlich kritischer drauf blicken und im Zweifel aber auch einfach wegen Formfehlern ablehnen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Polizei in Klein-Kleckersdorf mit amerikanischem Recht auskennt, ist noch relativ begrenzt. Also da nutzen wir auch tatsächlich so die Folgen der Globalisierung ein bisschen aus. Was noch ganz interessant ist, die Entwickler von JAP planen in Zukunft eine verbesserte Abhörschnittstelle, was natürlich jetzt paradox klingen mag, dass ein Entwickler eines Anonymisierdienstes eben eine verbesserte Abhörschnittstelle entwickeln muss, aber der Entwickler hat letztes Jahr ein Paper veröffentlicht, wo es darum geht, eine Schnittstelle zu schaffen, dass selbst wenn eine solche Anordnung eben implementiert wird, trotzdem kein Datum bei einem jeweiligen Kaskadenbetreiber anfällt, sondern letztlich bei jedem Knotenpunkt nur
ein Code-Stück generiert wird, was dann von einem Dritten oder von dem, der diese Anordnung erwirkt hat, erst zu einem wirklichen Datensatz zusammengeführt werden kann. Also dass selbst die Betreiber des Dienstes letztlich nicht wissen, wen sie da, also wessen Anonymität sie letztendlich aufgedeckt haben. Jetzt kommen wir zum interessanten Thema, eben dem praktischen Erfahrungsbericht. Mit was hatten wir es letztes Jahr eben an Anforderungen oder an Anfragen zu tun? Eben aus unserem Anonymisierdienst. Da sind zuerst zu nennen Anfragen von Privatleuten. Diese sind eigentlich mit Abstand die schwierigsten Fälle. Die kann man überhaupt nicht davon überzeugen, dass bei uns diese Daten nicht existieren. Die wollen das nicht glauben. Ich hatte im Sommerurlaub, war ich irgendwo in Kroatien beim Segeln und dann rief mich jemand an, hat mir eine halbe Stunde lang am Telefon gedroht. Er hetzt mir, weiß Gott, welche Anwälte auf den Hals, die mich zur Herausgabe dieser Daten zwingen werden. Ich habe gesagt, das können Sie gerne tun. Diese Daten gibt es nicht. Sie hören von meinem Anwalt und so weiter. Und er hat es einfach nicht verstanden und nicht glauben wollen, dass es dieser Anspruch nicht gibt, weil dieses Datum einfach nicht existiert. Dann gibt es noch, also das waren vielleicht so 5 Leute, die eben angerufen haben und irgendwie so ein bisschen geheult haben. Meistens muss man trösten, muss halt erzählen, es ist zwar schade, dass euer PHP-Board gerade exploited wurde und dass da jetzt unsere Anonymizer drinsteht, aber da gibt es einen guten Tipp, setzt halt andere Software ein oder macht einfach, und meistens waren die dann auch zufrieden. Dann gab es darüber hinaus etwa 6 Anfragen von Polizeidienststellen, die uns baten, doch auch ein halbes Jahr zurückliegend Informationen zu geben. Jetzt ist ja ganz interessant, dass bis dato eine Verbindungsdatenspeicherung nicht über 6 Monate stattfindet, selbst bei den TK-Unternehmen noch nicht, die uns gefragt haben, was denn vor 8 Monaten passiert wäre auf dieser IP-Adresse mit diesem Zeitstempel. Da haben wir dann einen Standardbrief, den wir ihnen schicken, in dem drin steht, das wissen wir nicht, und damit geben sie sich zufrieden. Da geht es offensichtlich lediglich darum, dass sie eine Bestätigung für die Akten brauchen, um nachweisen zu können, dass sie sich tatsächlich des Falls angenommen haben, dass es nicht möglich ist, weiter zu ermitteln und dass sie es jetzt einstellen werden. Und das läuft dann wirklich so, da klingelt das Telefon und da heißt es irgendwie Polizeidienststelle Rosenheim. Sie betreiben da doch diesen Anonymisierdienst, wir bräuchten da ein Datum. Dann antwortet man, ja, dies ist aber ein Anonymisierdienst, da gibt es dieses Datum nicht. Dann heißt es, ja, das haben wir uns beinahe gedacht. und dann eben, wie schon gesagt, dann brauchen die halt irgendwie eine Bestätigung für ihre Akten. Und dann ähnlich gab es noch ungefähr 4 Anfragen der Staatsanwaltschaft. Und beide, also sowohl Polizeidienststellen als auch Staatsanwaltschaften, kriegen dann eben einen solchen Standardbrief zurück, eben als für die Akten, wo halt drinsteht, dass das ein Forschungsprojekt ist und dass derartige Daten nicht existieren. Und dass das eben ein Projekt ist, was unter anderem mit Forschungsgeldern vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wurde und dass wir da versuchen, eine datenschutzgerechte Umsetzung vom Teledienste-Datenschutzgesetz haben. Und da wir eben nichts speichern, können wir auch nichts herausgeben und es tut uns leid, dass wir insoweit nicht weiterhelfen können. Und also wir haben nach diesem Brief danach war immer Ruhe. Also wir haben nie mehr was von den Leuten gehört. Ja, und dann bleiben natürlich in der Praxis noch ein paar praktische Fälle über, mit denen wir uns etwas intensiver beschäftigen müssen, weil dort schon Leute vorgeladen werden. So ist es. Also wir haben da, ich will ja noch mal ein bisschen zurückgehen in der Geschichte des Chaos Computer Club e.V. Der ist nämlich vor ungefähr 23 Jahren mal gegründet worden, um ein randscharfes Target für Ermittlungsbehörden zu sein, um den Dunstkreis dort drumherum vor den Ermittlungsbehörden zu schützen.
Und wir haben ihn deswegen extra gegründet. Und nun ist es in der WS dann natürlich absurd, wenn wir jetzt den Dunstkreis oder Leute aus dem Dunstkreis zu solchen Vorladungen schicken würden. Und deswegen betreibt eben auch dieser e.V. diesen Anonymisierungsdienst. In der Praxis sieht das normalerweise so aus, dass eben in irgendeinem Logfile irgendwo eine IP-Adresse auftaucht. Das wandert zunächst mal zu dem Provider, bei dem wir diese IP-Adresse gemietet haben. Und dessen Abuse-Hotline wird meistens herausgeben, wem sie diese IP-Adresse vermietet haben. Und das führt dann eben dazu, dass der Vorstand oder dass eben Vorstandsmitglieder des Chaos Computer Club e.V., von denen ich eines bin, dann tatsächlich persönlich vorgeladen wird. Und die Gespräche dort, also hier sind wir ja auch tatsächlich, hier ist die Strafanzeige tatsächlich gegen uns erstattet worden als Chaos Computer Club e.V. Und so müssen wir uns als Beschuldigte natürlich dazu äußern. Und in den Fällen haben wir eben dann, oder ist es unsere Policy, dass ein Vorstandsmitglied oder mehrere Vorstandsmitglieder eben dann zu den Strafverfolgungsbehörden gehen und sich mit denen unterhalten und sich dieser Vorladung stellen und dort eine Aussage machen. Und das habe ich eben in diesem Fall, der hier eben oder der jetzt hier noch abgebildet ist, habe ich das getan. Und habe dort also eine Aussage gemacht, wobei eben nach wie vor eine ähnliche oder wo die Argumentation eigentlich die gleiche ist wie auf dem PDF, was wir eben gesehen haben, nämlich dass es ausgesprochen unwahrscheinlich ist, dass ein Vorstandsmitglied des Chaos Computer Clubs oder sogar ein Mitglied des Chaos Computer Club e.V. an dieser Straftat auch nur in irgendeiner Weise beteiligt gewesen ist. Und das muss man denen dann eben technisch erklären. Und heutzutage muss man sagen, also früher war das ungeheuer schwierig, denen das zu erklären. Da waren sie meistens ziemlich wild und wütend. Heute ist das wesentlich einfacher, weil die sich eben auch schon zum Teil eben dadurch, dass wir sie auch mit Links und mit Informationen versorgen, schon ein bisschen schlauer gemacht haben, was so ein Anonymisierungsdienst eigentlich überhaupt ist. Dann hatten wir leider eine tatsächliche Überwachungsanordnung nach 100a StPO, wo wirklich wir per Staatsanwaltsbeschluss aufgefordert wurden, ein bestimmtes Datum zu loggen. Diese Überwachungsanordnung endete nach 3 Tagen, weil eben dann eine Richteranordnung nicht eingeholt wurde. Jedoch hat hier, also da muss ich ein bisschen ausholen, was es ging. Es ging darum, dass die Staatsanwaltschaft wusste, dass ein bestimmter Täter, es ging um die Straftat Volksverhetzung, die wusste, dass ein bestimmter Täter zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Datei auf einem irgendwie so einem Freespace-Provider hinterlegt. Und sie wussten, dass dieser Täter dabei immer nutzt, eben so einen Anonymisierdienst und eben auch unsere Kaskade. Bloß hat die Staatsanwaltschaft sich irgendwie nicht wirklich konkrete Gedanken gemacht oder sich nicht kompetent beraten lassen, wie sie diese Anfrage formuliert. Wir sollten jedenfalls loggen, die URLs, wie letztlich diese Datei abzurufen war. Was natürlich, wenn man per Webinterface Daten auf einen Freespace-Provider hochlädt, dementsprechend nicht auftaucht. Allerdings muss man zur Ehrenrettung sagen, dass sie zumindest diese Anforderung, das mitzuloggen, an alle Betreiber dieser Kaskade gleichermaßen verteilt haben. Also, aber eben, es war der Anordnung schon zu entnehmen, dass das wohl irgendwie ins Leere geht. Insofern haben wir natürlich auch keine Daten herausgegeben und hoffen, dass es auch in Zukunft so machbar sein wird. Das hatten wir ja schon festgestellt, dass wir uns nicht vor Leute stellen wollen, die schwere Katalogstraftaten begehen. Allerdings sind wir der Ansicht, dass es in einem Rechtsstaat Spielregeln gibt und an die muss man sich halten. Und das ist einerseits die formaljuristische Spielregel und wenn Sie das hinbekommen, dann müssen Sie halt noch den technischen Part hinbekommen.
Und als kleiner Gegenpunkt zu der Folie, die wir vorhin gesehen haben, wo stand, wir arbeiten mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, was sicherlich den einen oder anderen schockiert hat, können wir nun eben zur Beruhigung sagen, wir haben während des gesamten Betriebes unseres Anonymizers noch niemals Daten an die Strafverfolgungsbehörden herausgegeben. Was sich natürlich einfach jede Minute ändern kann, wenn nicht, ist das schade, aber ist eben Teil des Spiels und dem muss man sich natürlich im Klaren sein. Und, aber bis jetzt ist es eben gut gegangen. Interessant wird es, wenn eben die Vorratsdatenspeicherung tatsächlich national umgesetzt wird. Die Vorratsdatenspeicherung, wie wir ja hier auch schon in mehreren Vorträgen gesehen haben, umfasst eben die komplette Überwachung des gesamten Internetverkehrs. Und dies widerspricht natürlich schon rein grundsätzlich dem Wesen eines solchen Anonymisierdienstes. Und hier ist eben die Frage, ob es uns gelingt, eben durch technische Lösungen diesem zu entgehen und eben über technische Lösungen trotzdem eine Anonymität wiederherzustellen. Und da würde es sich, wie ich das sehe, die festen Kaskaden wären wieder eher von Nachteil, weil die natürlich leichter gezwungen werden können, eben eine solche Vorratsdatenspeicherung und eben eine Speicherung in die Zukunft umzusetzen. Das heißt, eventuell bewährt sich im Lichte einer Vorratsdatenspeicherung wieder dieses andere Modell, eben dieses leicht chaotische Modell von Tor, wo eben nicht mehr nachvollziehbar ist, wer ist jetzt wirklich Betreiber, wer ist jetzt bloß Client oder wie auch immer. Letztlich, was auch bis jetzt noch nicht absehbar ist, da gehen ja auch bislang die Meinungen auseinander, oder beziehungsweise vielleicht gibt es jemanden, der mir das erklären kann. Also ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, was bei vor zwei Wochen beschlossener Vorratsdatenspeicherung in der EU jetzt wirklich tatsächlich gelockt werden soll. Also mir ist zum Beispiel noch nicht klar, ob wir da überhaupt runterfallen. Hier erwarten wir mit Spannung die nationale Umsetzung. Bin vor allem mal gespannt, wie man sowas in Worte fasst, aber da lassen wir uns einfach mal überraschen. Letztlich sehen wir das allerdings sportlich und spielen das Spiel gerne. Das nächste Level ist eingeläutet und ich denke, wir lösen das, indem wir ganz viele neue Anonymisierdienste basteln, indem wir hoffentlich sehr viele Server in den bestehenden Diensten verteilen, dezentrale Infrastrukturen fördern, war schon immer unser Anliegen. Ein bisschen Konkurrenz kann auch nicht schaden, wenn es mehr als einen Anonymisierdienst gibt. Wir können euch eigentlich alle nur ermutigen, auch selber einen aufzusetzen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne ein bisschen Spenden für den Betrieb geben. Das Problem ist nämlich, also sei es in Form von Geld oder sei es in Form von Infrastruktur, wenn jemand bei euch gerade nochmal irgendwie 10 Mbit über hat, die nehmen wir immer gerne. Eine HE wäre auch schön. Und ansonsten, denke ich, sind wir jetzt am Ende und würden uns über eure Fragen freuen. Irgendwo die Mikros? Ja, was mich ein bisschen... Hörst du es? Hallo? Was mich ein bisschen interessiert ist, wie man sich zum Beispiel als Tor-User, Betreiber, sonst was vor freidrehenden Internetprovidern schützt. Also, wenn ich irgendwo eine Kiste stehen habe, irgend so ein so ein Server eben und lasse dann meinen Tor-Node laufen und dann kommt eben eine Anfrage, was da passiert und der ISP rückt einfach mal die Platte raus, weil er nicht wirklich das Interesse hat, sich damit näher auseinanderzusetzen, sondern der gibt es dann halt einfach mal die Staatsanwaltschaft weiter oder sowas. Ist das möglich oder ist das nur unbegründete Angst und wie kann ich mich davor schützen und so weiter? Das ist eine vielschichtige Frage. Das hängt zum einen von der Jurisdiktion ab, in der das stattfindet. Da gibt es sicherlich bessere und schlechtere. Ich denke, da haben wir eine ganz gute erwischt hier in Deutschland. Das hängt sicherlich auch von deinem ISP ab. Unser ISP, den wir da benutzen, ist großartig. Das ist eine Abuse-Hotline, schreibt uns immer nette Mails und sagt, da ist wieder einer, wollt ihr antworten? Die
haben uns auch da gerne, also das kann man einfach nicht anders sagen, als dass das Verhältnis zu denen großartig ist. Und wenn es tatsächlich zu einer Beschlagnahme des Servers kommt, vielleicht noch kurz zum technischen Setup, da läuft ein FreeBSD. In diesem FreeBSD ist ein GBDE-Krypto-Container, in diesem Container läuft ein FreeBSD-Jail. Das hat eine Adresse über NGETH, also eine genattete Adresse über ein lokales Interface. Über die forwarden wir dann die notwendigen Ports da rein. Und in dem Augenblick, wo der Rechner ausgeht, ist das Image zu. Also und der Schlüssel liegt nicht auf der Maschine natürlich. Ist also von den Daten her jeder herzlich eingeladen, die Platte mitzunehmen, ist natürlich trotzdem ärgerlich. Aber es ist also, wer das als sportliche Herausforderung mal mit der Forensik über die Platte gehen will, ich kann jedem gerne Kopien ins Netz stellen. Okay, zwei kurze Fragen. Die erste, gibt es Möglichkeiten, so eine Anonymisierung zum Beispiel auch für IP-Traffic zu machen? Also insbesondere mit Ziel zum Beispiel Voice-over-IP zu anonymisieren. Und die zweite Frage, ich meine, ich kenne nun JAP ein bisschen, ich weiß, dass es ziemlich langsam ist. Wenn ich jetzt sage, meine Anonymität ist mir halt eine bestimmte Menge Geld wert, würde ich natürlich zum einen sagen, okay, ich würde dort vielleicht im Monat 10 oder 20 Euro dafür bezahlen, aber muss natürlich dann sichergestellt haben, dass es technisch nicht möglich ist, im Prinzip diesen Geldfluss zu dem jeweiligen Betreibern des Anonymisierungsdienstes dort halt weiterzugeben. Und das ist jetzt die Frage, gibt es dort technische oder kryptografische Ansätze, um das sicherzustellen? Also zum einen ist Tor zum Beispiel ein reiner SOX-Proxy, also da kann man eigentlich beliebige Protokolle drüber tunneln. Und technisch würde das auch mit JAP gehen, aber JAP ist von der Entwicklung gerade eben begrenzt auf HTTP, weil das von den JAP-Entwicklern gerade als eben erstmal das Medium angesehen wird, wo Anonymität am dringendsten notwendig ist. Weil wenn man das mit SMTP macht, dann weiß ich genau, wer das als erstes nutzt, das sind die Spammer. Und das sind ja Leute, bei denen man Anonymität eigentlich genau nicht möchte. Zum zweiten Teil der Frage, wir warten auch alle auf digitales anonymes Geld. Nee, noch eine Sache, die Entwickler von der Uni Dresden und von der Uni Regensburg arbeiten oder sind gerade dabei zu konzipieren eben und zu überlegen, wie man eben JAP-Dienste auch kommerziell betreiben kann, wobei eben wirklich die Frage ist, wie viele Leute wirklich bereit wären, dafür Geld auszugeben, wie viel ist den Leuten ihre Anonymität wert. Das sind spannende Fragen, die wirklich auch von den Dresdner und Regensburger Uni-Leuten behandelt werden, aber jetzt wirklich auf dem Markt gibt es ein solches System noch nicht. Die Frage war ja noch, die hatte noch eine Dimension mehr, nämlich wenn ich jetzt einen Anonymisierungsdienst bezahle, dann mache ich mich damit ja verdächtig. Und ich denke mal, da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter darauf einzugehen. Wenn das ausreichend Leute tun, ist das kein relevantes Datum mehr. Ich habe noch eine Frage. Ich bin jetzt seit ungefähr 1,5 Wochen Tor-User und habe damit aber ein ganz großes Problem. Wenn ich morgens um 10 meine 10, 12 Webcomics anschmeiße und mir die anschauen möchte, kann ich währenddessen erstmal mein Auto waschen gehen. Das Ding ist arschlangsam. Wie schaut es bei eurem Anonymisierdienst aus? Kann ich da nebenbei auch erstmal Schneeschaufeln gehen oder ist das wirklich einigermaßen abwartbar? Also schnell ist es nicht. Also Porn ziehen macht definitiv keinen Spaß. Aber das ist einfach systemimmanent, wir müssen das, also diese ganzen Dienste tunneln das Ganze eben durch eine begrenzte Anzahl von Rechnern und man hat da immer ein Flaschenhalsproblem. Und solange es nicht irgendwie in Deutschland oder in der Gesellschaft für notwendig erachtet wird, dass Provider eben solche im größeren Stil diese Anonymisierungsdienste anbieten, dass es irgendwie ein Teil des Services ist, solche, dass man eben anonym surft, solange wird immer ein Geschwindigkeitsverlust bleiben. Es ist halt letztlich eine Geldfrage. Nur eine Anmerkung zu der ganzen Bezahlungsgeschichte. Also es gibt auch bei Tor Bestrebungen, da ein bezahltes Netzwerk einzuführen.
Am besten ist es, wer da Interesse hat, schaut sich mal auf der Mailingliste entweder im November oder im Dezember die Diskussion an. Das ist initiiert worden von dem Eugen Leitl. Und er bittet auch darum, persönlich mit ihm per Mail in Kontakt zu treten, um das Ganze auszudiskutieren. Und generell zu Tor vielleicht noch ein Wort. Also Tor wird momentan nicht mehr von der EFF gesponsert, sondern seit ungefähr 2 Monaten wird nur noch die Website gehostet von der EFF. Und soweit ich das beobachtet habe, ist es so, dass die Entwickler sehr stark eingebunden waren, Geld dazu einzutreiben und also halt weniger sozusagen sich um die Entwicklung kümmern konnten. Und sie bitten halt auch da um Spenden. Es gibt auch auf der Webseite eine Seite, wo ihr sehen könnt, wie ihr die Spenden abgeben könnt. Und je mehr gespendet wird, desto mehr Zeit ist natürlich auch für die Leute da, das Projekt weiter voranzutreiben. So, ja, damit sind wir am Ende der Veranstaltung, nachdem auch die Menschen nach uns gerne in diesen Saal möchten. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Kongress. Applaus